Sechs-Sterne-Mauer! Danke sehr! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank, ich freue mich sehr, was für ein geiles Lied. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich bin sehr dankbar, dass ihr das Power Ranger-Lied gesungen habt. Das freue ich mich sehr drüber. Finde ich sehr gut. Bei mir ist gerade eine Veränderung im Leben. Ich mache gerade so eine Facebook-Diät. Nicht eine Ernährungsdiät, wie man sieht, aber ich mache so eine Facebook. Ich gehe nicht mehr so oft auf Facebook, weil Facebook geht mir ein bisschen auf. Nee, Facebook ist geil. Die Leute auf Facebook gehen mir auf den Sack. Das ist so. Also so ein bisschen. Weil ich bin so ein Typ, ich lese auch Profile von Leuten durch, die ich nicht kenne, weil ich seltsam bin. Und ich lese sie dann immer durch. Und wenn ich noch einen sehe, der irgendwie schreibt bei, bin hier, wo er zur Schule gegangen ist, bin hier zur Schule gegangen, Schule des Lebens. Dem hau ich auf die Fresse, Alter. Weil ich kann. Was? Wie Schule des Lebens? Was bedeutet das? Sammelst du Pfand? Was ist das für ein Ding? Schule des Lebens? Was für Fähigkeiten? Bist du ein Druide? Was ist los mit dir? Ich mache auch keine Selfies mehr. Das ist mir zu. Weil es gibt eine Sache, die mich an Selfies stört. Mich. Ich kann das nicht. Es ist so, immer wenn ich alles machen will, so ich stehe in der Öffentlichkeit, gucke in mein Handy, sehe meine Fresse und denke mir so. Nein. Und pack das weg, ey. Ey, aber zu krass. Ich kann das nicht. Deswegen. Auch Selfie, das ist krass bei Selfies, ist, wir entfernen uns voneinander. Wir kommunizieren gar nicht mehr wirklich. Deswegen ist Live-Comedy auch so geil, weil dieser Moment wirklich für uns ist. Aber Leute machen nur noch Fotos von sich selber. Ich war neulich im Louvre, weil ich angeben wollte, bei der Mona Lisa. Und glaubt ihr, irgendeiner hat sich diese Mona Lisa angeguckt? Nein! Da war die Mona Lisa, alle standen so da mit ihren Handys, weißt du? Und das ist so, ja, es geht gar nicht um das größte Kunstwerk aller Zeiten. Es geht um mich. Dadurch, dass ich da bin, erst durch mich kriegt das größte Kunstwerk aller Zeiten überhaupt erst seine Relevanz. Deswegen. Ja, freundlich, danke sehr. Totaler Stress. Ich habe noch eine nette Geschichte. Spielspaß und Spannung für die ganze Familie. Alter, ey, ich fahre so an der Landstraße und aus dem Wald schießt dieses Reh auf einmal raus mit einem Affenzahn und ich frage mich immer, wo muss ein Reh so schnell hin? Weil die sind mit so einem Affenzahn unterwegs. Du sitzt da und denkst dich, oh, das hat Termine. Ganz klar, das muss irgendwo hin. Was ist da los? Chillt das irgendwo im Wald mit einem Bär und einem Biber und sagt irgendwie so, oh, unten am Fluss macht ein Apple Store auf, ich muss da ganz schnell hin. Ja? Was macht man, was haben wir jetzt in der Fahrschule gelernt, wenn wir ein Reh sehen? Was macht man da? Draufhalten, ne? Nicht mit mir. Ich bring niemanden um. Ich liebe Leben, ja, und vor allem das von Tieren. Deswegen werde ich ein bisschen langsamer. Das Reh kreuzt die Straße, ich werde langsamer und das Reh dreht sich zu mir! Und läuft in meine Richtung. So in dem Moment so, oh, guck, ein Auto, schnell dagegen, so, weißt du? Und ich so, Reh, ist das wirklich dein Ernst gerade? Und das Reh so, ja, ja, ich hab voll Bock auf jeden Fall. Ich hab riesen Schiss, ja? Ich mach die Augen zu, drück auf die Bremse. Ich habe im Rückspiegel gesehen, hinter mir ist keiner. Ich bremse und höre nur so. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Also habe ich meine Mama angerufen. Und ich habe gesagt, Alter, Mama, ich habe gerade ein Reh umgebracht. Und dann sagt meine Mutter so, ja, okay, dann musst du den Forster anrufen. Habe ich gemacht, habe ich den Forster angerufen, habe ich gesagt, Marc! Ich weiß. Ich weiß, der ist kacke. Ich weiß es. Aber ohne Witz, ich stand da hinten 3 Stunden lang, habe mich so gefreut auf diesen einen Gag. Weil der so scheiße ist. Aber ich finde, aber meine Nippel, finde es geil. Deswegen der Forster, der Förster, habe ich gesagt, wie er ist, ist scheißegal, wie er heißt. Und habe ich gesagt, so, ich habe ein Reh gerade umgebracht. Und dann sagt er, ja, ja, ich bin gleich da. Ich leg auf, das Reh steht auf und geht. Ich so, was zum Geier, Reh? Was ist, nicht mal das kann ich? Wirklich? Das Reh auch richtig so angetäuscht, so. So ein scheiß Corsa schaffe ich immer, weißt du? Geht ganz normal, völlig gechillt, was war los? Völlig, alles okay. Dann kommt der Forster, ja, der Förster oder wie auch immer er heißt. Ich baue die Nummer gerade selber zusammen, merkt ihr gerade? Der kommt dann so an und der hatte auch einen riesen Anhänger dabei, weil der dachte, der nimmt was mit. Tut er auch, und zwar mich. Weil mein Auto ist komplett im Arsch.
komplette Frontscheibe zerbrochen und alles. Und ich so, ey, das Reh hat total überlebt. Dann hat er gesagt so, ja, ja, das kommt manchmal vor, wenn es nur ein leichter Aufprall ist, dass das Reh das überlebt. Und ich so, ja, geil, mein Auto ist komplett im Arsch. Das nächste Mal baue ich mein komplettes Auto aus Reh. Vielen herzlichen Dank, schön, dass ihr da wart. Alles Gute, danke sehr.